Hallo ihr Lieben, wie bereits angekündigt, kommt heute mein Flops-Video online und zwar habe ich über die Monate ein paar Produkte gesammelt, von denen ich nicht wirklich begeistert war oder die ich auf der einen Seite vielleicht gut, aber auf der anderen Seite auch schlecht finde. Das können natürlich auch Produkte sein, die ihr vielleicht total toll findet und deswegen würde ich sagen, das ist einfach so eine Meinungsfreiheit. Der eine findet das gut, der andere findet das schlecht. Und ich hoffe, ihr respektiert das und wenn ihr aber ein Produkt dabei habt, wo ihr sagt, Kim, ich finde das total gut, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein, weil mich würde wirklich interessieren, ob ich bei den Dingen so generell irgendwie richtig liege oder ob es Sachen sind, die ich doof finde und ihr vielleicht liebt. Produkt Nummer 1, von dem ich total enttäuscht bin, sind Anti-Mitesser No Stripes. Ihr wisst ja, ich bin generell ein Fan davon. Meistens hole ich die von Balea und die finde ich super toll. Allerdings wollte ich in Hamburg auch nochmal so ein Pad verwenden und da habe ich mir bei Rossmann von Rimmel de Loop die Pure Skin Clear Up Stripes für unreine Haut geholt. Und ich fand die so schlecht. Man muss dafür seine Nase anfeuchten, dann gibt man dieses Pad auf die Nase drauf und nach 10 oder 15 Minuten kann man das Ganze abziehen. Schön wäre es, wenn ich das Ganze dann auch hätte abziehen können. Ich wollte das abziehen und das hat einfach so festgeklebt, dass sich das selbst gespalten hat. Das heißt, der Kleber klebte mir an der Haut und der Rest war einfach so abgezogen, sodass ich das dann alles nochmal so abpiddeln musste. Und das ist echt nicht das, was bei diesem Produkt passieren sollte. Und deswegen bin ich sehr, sehr enttäuscht von dem Produkt. Das ist mir mit dem von Balea wirklich noch nie passiert. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon mal das Problem damit hattet. Und aktuell würde ich mir diese No Stripes definitiv nicht mehr kaufen. Produkt Nummer 2 ist von Victoria's Secret. Und da mag ich sehr, sehr gerne den Duft Coconut Passion. Und da ich den so gerne mag, habe ich mir davon einfach mal so ein kleines Parfüm geholt. Allerdings hält das Ganze circa 10 Minuten. Wenn man diese Body Sprays verwendet, dann riechen die irgendwie insgesamt länger als dieses Parfüm. Das finde ich sehr, sehr merkwürdig. Ich liebe diesen Geruch trotzdem. Allerdings finde ich es sehr, sehr ärgerlich, dass der gar nicht auf der Haut hält. Und dass ich, wenn das ganze Ding mit mir rumschleppen muss und quasi alle 2 Minuten alles vollsprühen muss, damit überhaupt irgendwas gerochen wird. Diesen Real Techniques Pinsel mag ich an sich sehr, sehr gerne. Das ist ein super Pinsel, der hart überhaupt gar nicht und der ist super zum Auftragen von Puder. Allerdings ist der nach, ich glaube, einem Monat auseinandergefallen und ich kriege den einfach nicht mehr zusammen. Ich habe schon versucht, das nachzukleben. Jetzt ist mir das Ding runtergefallen. Aber es hält einfach nicht. Ich verwende das Ganze jetzt so, allerdings finde ich das sehr ärgerlich, weil ich glaube, dieser Pinsel hat ca. 15 Euro gekostet und da erwarte ich definitiv mehr, als dass es direkt auseinanderfällt. Viele von euch wissen, dass ich ein absoluter Fan von aluminiumfreien Deos bin und da habe ich mir von CD das Glücksgefühl Deo geholt, dieses Mal mit so einem Roll-On. Ich habe das Ganze auch in Sprayform und ich muss sagen, dass das Spray mir definitiv viel, viel besser gefällt. Bei diesem Roll-On habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Achseln kleben und es ist irgendwie unangenehm und ich habe auch nicht wirklich das Gefühl, dass mich das Ganze schützt, weil ich war letztens beim Sport und da war das Ganze nicht so angenehm, weil ich mich schon so gefühlt habe, als hätte mich das Deo verlassen und wenn man eins nicht will, dann ist es einfach mal nach Schweiß stinken. Das ist etwas, was definitiv nicht passieren sollte, vor allem nicht als Frau. Und deswegen kann ich dieses Deo definitiv in die Tonne kloppen. Als Spray hilft es sehr, sehr gut, aber ich weiß nicht, was an dem Deo Roll-On so anders ist, dass es einfach überhaupt gar nichts bringt. Ich habe hier noch einen Pinsel, mit dem ich einerseits zufrieden bin, andererseits aber auch überhaupt nicht. Und zwar ist der von Sigma und das ist der Pinsel Nummer F50. Ich finde, damit kann man super toll Make-up auftragen. Ich liebe es, wie der sich auf der Haut anfühlt. Der ist sehr, sehr schön weich. Allerdings verliert der so unglaublich viele Haare, dass ich manchmal auf der Arbeit zum Beispiel noch in den Spiegel gucke und denke, ach du Scheiße, das sieht ja aus, als hättest du hier so ein Schnurrbarthaar wie so eine Katze, weil einfach diese schwarzen Härchen hier ausfallen. Und Sigma ist ja eigentlich bekannt für sehr gute Qualität. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da einen Pinsel erwischt habe, der aus dem Raster fällt. Hier kommt direkt wieder so ein dickes, fettes, schwarzes Haar raus. Aber mit diesem... Ja, ich kann die sogar rausziehen. Was ist das denn? Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht genau, ob ihr das jetzt so sehen könnt. Ich kann leider nicht so nah an die Kamera ran, weil hier sind die Softboxen und wenn ich nach hier packe, wird es da dunkel.
Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich kann hier komischerweise sogar die Härchen rausziehen. Das ist mir gerade zum ersten Mal aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich hier einfach so ein Sonntagsprodukt erwischt habe, wo die Verarbeitung einfach mal leider nicht so gut ist. Aber mit den ganzen anderen Pinseln bin ich sehr zufrieden. Nur dieser hier, der macht irgendwie, was er will. Momentan mag ich sehr, sehr gerne dunkle Lippenstifte und da habe ich von Make Up Revolution einen bestellt. Und zwar ist das die Farbe Atomic Shade. Und ihr könnt sehen, es ist so ein ganz, ganz dunkles Lila. Sieht eigentlich richtig cool aus. Allerdings trägt man das Ganze dann auf und es ist so ein Hauch von nix. Es ist leider so gut wie gar nicht intensiv. Es ist sehr, sehr cremig, aber hält auch nicht wirklich gut auf den Lippen, setzt sich sehr in den Lippenfalten ab und gefällt mir mal leider so absolut gar nicht. Ich habe auch vorher noch nie einen Lippenstift von Make Up Revolution ausprobiert. Ich weiß also nicht, ob das normal ist oder ob das nur bei dem so ist. Allerdings habe ich mir hiervon leider viel, viel mehr versprochen. Dieses Produkt hier habe ich zugeschickt bekommen. Und zwar ist das von Schwarzkopf, das Osis Plus Glamination Smooth Polish Elixier. Das ist im Grunde genommen einfach so eine Art Öl für die Haare. Riecht allerdings relativ stark nach Alkohol, muss ich sagen. Übertüncht von irgendwelchen, Parfüms. Und auf den Haaren macht es meiner Meinung nach nicht wirklich ein gutes Gefühl. Ich habe da ein anderes Öl, was ich sehr, sehr gerne verwende. Das werdet ihr aber noch in einem Favoritenvideo sehen. Allerdings kann ich mit diesem Öl leider überhaupt gar nichts anfangen. Ich meine, es hat eine tolle Verpackung, sieht eigentlich sehr, sehr gut aus, ist schön glänzend verpackt. Also da ist noch so eine Glanzfolie von innen. Allerdings steht hier auch übrigens drauf, leicht entflammbar. Ich weiß, wenn man das Zeug auf die Haare macht, dann verfliegt der Alkohol ja eigentlich. Allerdings, nee, das hat ein doofes Haargefühl gemacht und ich habe nicht das Gefühl, dass das meine Haare gepflegt hat. Und deswegen habe ich davon, wie ihr sehen könnt, auch nur extrem wenig verwendet. Das nächste Flop-Produkt ist von Essence und das heißt Blush Up. Das ist ein sehr, sehr schöner rosaner Blush mit so einem Farbverlauf. Deswegen habe ich ihn auch gekauft, weil der so schön aussieht. Wenn man den so auf dem Finger aufträgt, ist das auch richtig, richtig schön rosa. Allerdings ist es auf der Haut nicht wirklich intensiv und es verfliegt sehr schnell. Das heißt, wenn man vor die Tür geht und es kommt ein Windstoß, dann ist das einfach leider direkt weg. Egal, was ich jetzt drunter mache. Ich weiß jetzt nicht, warum das so schnell wegfliegt. Wahrscheinlich ist es so leicht, dass diese Perlchen einfach, keine Ahnung, wegfliegen wie Mehl oder so. Auf jeden Fall finde ich es total schade, weil das eigentlich eine super schöne Farbe ist, auch mit so leichten Glanzpartikeln. Allerdings, hat es mich leider nicht überzeugt. Ja, ihr Lieben, das waren schon alle meine Flops, die ich euch gerne zeigen wollte. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wundert euch nicht, ich mache jetzt gleich noch eine Nahaufnahme davon, damit ich euch das gleich noch vom Nahen zeigen kann und nicht das da passiert. Und dann würde ich sagen, kommt nächste Woche wieder ein Video und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!